Die Idee hinter meinem Vortrag ist, ich habe hauptsächlich Folien verwendet, die nicht von mir sind. Das heißt, Edward Snowden ist ja ein Systemadministrator, der von einer amerikanischen Firma, Leiharbeitsfirma sozusagen, an einen Geheimdienst verliehen wurde und der dort Dinge mitgekriegt hat, die ihn offensichtlich so schockiert haben, dass er beschlossen hat, sein Leben aufzugeben und diese Dinge der Öffentlichkeit mitzuteilen. Also es ist, sage jetzt einmal, der Hintergrund schon sehr interessant, weil eben auch die amerikanischen Geheimdienste sehr, sehr stark offensichtlich mit externem Personal arbeiten und das gar nicht ihre eigenen Mitarbeiter sind. Und das Zweite, warum kann eigentlich jemand, der ein externer Mitarbeiter von einer Verleihfirma ist, der sozusagen dort arbeitet, auf solche Daten zugreifen, weil er eben als Systemadministrator dort eingesetzt ist und offensichtlich auch auf alle möglichen Daten Zugriff hatte. Und der dürfte halt am Ende Bausch und Bogen alles mitgenommen haben, was ihm so untergekommen ist und hat es dann auch zwei Journalisten zur Verfügung gestellt. Und zwar einem Journalisten vom Guardian und einer Journalistin, die Dokumentarfilme macht. Und das war so ein bisschen eine Versicherung gegen die amerikanische Regierung, dass er halt versucht hat, zwei Journalisten zu finden, denen er vertrauen konnte. War wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, weil wenn man sich anschaut, was also in der letzten Zeit passiert ist, auch die Journalisten wurden ja massiv verfolgt, vor allem also der eine Journalist vom Guardian. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass also dort Leute in eine Redaktion einmarschieren und man den Chefredakteur zwingt, mit dem großen Hammer ein Notebook zu zerstören. Fraglich ist, wie sinnvoll das war, aber meine Ansicht war, dass das nicht den Daten gegolten hat, sondern eher den anderen Kollegen der Journalisten, damit die diese Dinge nicht weiter verbreiten und das, was wir alles noch nicht gesehen haben. Ja. Einschüchterung. Einschüchterung natürlich. Ja. So, schauen wir mal vielleicht. Hat er seine Daten sicherlich noch an der Welt woanders versteuert, muss nicht wissen. Natürlich, also es ist auch so, dass also die Redaktion vom Guardian gesagt hat, ich meine, dass wir jetzt diese Festplatte da zertrümmert haben, war zwar eine spannende Aktion, aber in Wirklichkeit, die Daten sind ja woanders. Ja. Also die wären ja vollkommen dumm, wenn sie auf einer Festplatte an einem Ort all diese Daten aufheben würden. Ja. Also es war ganz klar, das haben sie auch gesagt, ja, dass also die Daten natürlich auch woanders sind. Vielleicht auch mitbekommen, habe ich meinen Vortrag nicht drinnen, aber der Journalist vom Guardian, der sozusagen der Ansprechpartner vom Snowden war, hat ja einen Lebensgefährten, der die Daten auf ein quasi Medium transportiert hat. Der wurde in London am Flughafen festgesetzt unter Terrorverdacht und man hat ihm dort alle seine Datenträger, die er mitgehabt hat, auch abgenommen und hat ihn dort den ganzen Tag verhört. Laut eigenen Aussagen war keine einzige Frage bezüglich Terrorismus dabei. Auch ein Thema, freie Presse und so. Ne? Wie gesagt, meine Privatmeinung, ich arbeite bei der Firma Microsoft meinem Hauptberuf. All die Dinge, die da drinnen vorkommen, haben nichts mit meinem Job zu tun. Ich weiß ganz genauso viel oder so wenig wie ihr, inwieweit Microsoft in diese Überwachungen mit einbezogen wurde. Ich kann zu dem Thema nichts sagen. Alles, was da steht, sind meine privaten Meinungen zu dem Thema, hat also nichts mit meinem Beruf zu tun. Was will man gerne anschauen? Wer ist Edward Snowden? Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Rechtliche Grundlagen dafür. Warum konnte sowas eigentlich passieren? Was ist eigentlich quasi das Gesetz dahinter? Die Überwachung. Das Erste, was eigentlich aufgetaucht ist, war das Wort PRISM in den Medien. Das war das erste Thema, wo man gesagt hat, naja, es gibt Zugriff der Geheimdienste direkt auf Server, die bei Providern stehen. Da ist unter anderem auch mein Brötchengeber genannt worden, aber auch eine ganze Reihe anderer, werden wir dann eh sehen. Das Zweite, das dann aufgetaucht ist, war die Überwachung der Leitungen. Und das glaube ich sogar, dass das viel größere Thema war, als dieses erste PRISM, das aufgetaucht ist. Das Thema Mobiltelefonie, wie schaut es da eigentlich aus? Wie werden diese ganzen Dinge eigentlich ausgewertet und wie kann so ein Analyst eigentlich dann auf solche Daten zugreifen? Was mich in meinem Job betrifft, weil ich auch für Banken und Bankenumfeld arbeite, das Thema Zahlungsverkehr, ja, dort fallen ja auch Daten an und wie schaut es da denn damit aus? Und das Letzte, das nichts mit Elektronik zu tun hat, außer dass es halt jetzt irgendwie viel bequemer geht, als es früher war,
die Überwachung der gesamten Brief- und Paketpost. Wer war da Edward Snowden? Ich habe es schon gesagt. Also Edward Snowden ist im 83er Jahr geboren, also eher ein jüngerer Mitarbeiter, sage ich jetzt einmal. Angestellter bei Booz Allen Hamilton. Booz Allen Hamilton ist ein Unternehmensberater, sage ich jetzt einmal, der auch in verschiedenen Bereichen, anderen Bereichen Projekte abwickelt und Personal zur Verfügung stellt. Und das Spannende ist, wie kann eigentlich jemand sozusagen von einer Leiharbeitsfirma bei der NSA zu arbeiten beginnen? Wird man sich fragen, weil, also ich sage jetzt einmal, ich würde jetzt nicht bei irgendeiner Leiharbeitsfirma in Wien anrufen und jemanden dafür heuern, dass er in einem hochsensiblen Bereich arbeitet. Wie funktioniert das dort? Naja, der Edward Snowden hat früher schon einmal bei der CIA gearbeitet gehabt. Und bei der CIA hatte er die Security-Freigaben schon. Weil man wird von der Behörde ja durchleuchtet, wenn man so einen Job kriegt, ob man denn vertrauenswürdig ist, ob es irgendwelche Dinge im persönlichen Umfeld gibt, politische Aktivitäten, was auch immer, und die schauen sich die Leute mal an und sagen, das schaut eigentlich ganz okay aus, machen Tests mit den Leuten und so weiter und so fort. Also er hatte diese Security-Freigabe und die Booz Allen heuert einfach und stellt solche Leute an, die diese Freigaben bereits haben, weil damit kann ich nämlich relativ leicht mit anderen Regierungsorganisationen ins Geschäft kommen, weil der hat bestimmte Freigaben und den kann ich dann von dort relativ locker an eine andere Behörde vermitteln. Und so kam sozusagen der Edward Snowden über die CIA zu einer, unter Anführungszeichen, Leiharbeitsfirma und wurde dann dort sozusagen vermittelt und hat dort offensichtlich Dinge mitbekommen, mit denen er persönlich nicht leben hat können. Weil er ist dann hergegangen, hat offensichtlich ganz eine Reihe von Daten halt von dort mitgenommen und hat das der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Wobei man dazu sagen muss, dass ja viele dieser Dinge, die wir dort jetzt herausgefunden haben, vorher ja schon durch diverseste Medien geschwirrt sind. Also es war ja nicht alles neu, was da rausgekommen ist, sondern eigentlich hat er viele Dinge bestätigt, wo man vorher gesagt hat, das sind ja alles Verschwörungstheoretiker. Also das gibt es nicht, dass dieses Ausmaß der Überwachung so groß ist. Das glauben wir alles nicht. Das sind bestimmte Leute, die halt immer irgendwo alles schwarz zeigen, die schwarzen Hubschrauber, die quasi herumfliegen. Ja. Aber die Dinge, die da rauskommen sind, sind eigentlich ja fast schlimmer gewesen, als alle Verschwörungstheoretiker miteinander vorher quasi behauptet haben, dass es so ist. Wie kann es das eigentlich geben, dass amerikanische Behörden, Geheimdienst, NSA ist sehr, sehr weit in diesen Themen drinnen gewesen, aber auch FBI natürlich, wie kann es eigentlich sein, dass solche Behörden so eine umfangreiche Überwachung durchführen können? Weil in Österreich, sage ich jetzt einmal, wenn eine Behörde Telefongespräche abhören möchte, Datenverkehr abhören möchte, dann muss ich zuerst zu einem Richter gehen, muss einen Verdacht haben, muss das dort darlegen. Der Richter muss mir das glauben, das heißt, er muss der Meinung sein, dass das Hand und Fuß hat, was ich ihm da erzähle. Und danach darf ich natürlich auch in Österreich sozusagen jemanden beobachten, abhören, bestimmte Datenbestände zugreifen. Theoretisch wäre es auch in den USA so, oder? Es ist auch in den USA so, aber man muss unterscheiden. Ja? In den USA gibt es einmal zwei Arten von Personen. Das eine sind Amerikaner und das andere sind Nicht-Amerikaner. Für die Amerikaner ist auch die Gesetzgebung in Amerika wesentlich strenger. Ja? Also wenn ich als amerikanische Behörde einem Amerikaner sozusagen ans Leder will, dann geht es auch dort schwerer. Ja? Auch dort gibt es noch immer, muss man dazu sagen, auch nach 11. September, die Notwendigkeit, dass ein Gericht sagt, ja, dort wäre sozusagen etwas zu tun. Wobei man dazu sagen muss, dass die Amerikaner nach dem 11. September extrem paranoid geworden sind, ja? Was man ihnen nicht ganz verübeln kann. Aber also sie haben viele der Grundgesetze in Amerika aufgeweicht. Ja? Und es gibt dort sehr viele Dinge, die jetzt auch nicht mehr nur auf Personen gehen, wo ein Gericht sagt, ja, genau diese Person bitte überwachen, sondern es geht dort pauschaler. Ja? Dort sagt der Gericht, naja, da ist ein Verdacht, aber wir wissen jetzt nicht, ob das du oder du warst, also jetzt schauen wir mal. Ja? Also auch solche Dinge gibt es dort. Ja? Aber die Dinge, die uns betreffen,
Bei uns ist es so, dass es sozusagen wir als Ausländer von den Gesetzen eigentlich nicht wirklich geschützt werden. Ja? Also es gibt dort auch ein Gericht, das auch sozusagen ausländische Überwachung genehmigen muss, aber das geht dort in Bausch und Bogen, dort geht es überhaupt nicht auf Personen oder sonstige Dinge. Und es gibt ein Gesetz dazu, das heißt FISA, das Foreign Intelligence Surveillance Act, das Gesetz zur Überwachung ausländischer Ziele. Und dort steht drinnen, folgende Regierungsorganisationen sind dazu berechtigt, im Ausland Daten zu sammeln. Und im Spezialfall gibt es dann den FISC, das ist der Foreign Intelligence Surveillance Court, das ist ein Gericht in Amerika, das solche Überwachungen anordnen kann. Und zwar in Amerika, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt als Microsoft-Mitarbeiter einen Hot oder als irgendjemand von euch, ihr habt so einen Hotmail oder wie jetzt heißt Outlook.com-Account, und die Regierung möchte auf diesen Account zugreifen, dann entscheidet dieser FISC darüber, ob das denn sein darf. Ja? Das Thema ist nur dort, dass dieser Foreign Intelligence Surveillance Court eben Überwachungen in Amerika genehmigen muss. Das Thema ist, dass dieses Gericht ein Geheimgericht ist, nicht öffentlich, und dass Entscheidungen des Gerichts geheim zu halten sind. Das heißt, derjenige, den so eine Entscheidung betrifft, Firma Microsoft, die sozusagen Daten hergeben muss, darf nicht einmal darüber reden, dass es eine Entscheidung gegeben hat. Ja, also ich darf auch nicht sagen, ja, ich muss Daten hergeben, die Regierung hat mir das angeordnet, ich darf darüber nicht sprechen, als betroffenes Unternehmen. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, dass der Edward Snowden über einen E-Mail-Dienst kommuniziert hat, der verschlüsselte E-Mails übertragen hat. Das war die Firma Lavabit, die das zur Verfügung gestellt hat. Die Firma Lavabit hat offensichtlich, sie darf es ja nicht sagen, eine solche Anordnung erhalten, sämtliche ihrer Benutzerdaten herauszugeben. Und die Lavabit hat gesagt, Entschuldigung, mein Geschäftsmodell baut darauf auf, dass ich sichere Übertragung zur Verfügung stelle. Wenn ich diese Daten jetzt hergebe, bin ich mir selber untreu geworden. Das heißt, die haben lieber die Firma zugemacht, als dass sie kooperiert hätten. Ja, jetzt ist die Frage, ist denn das rechtens? Das wird jetzt gerade ausgestritten und die Firma Lavabit sammelt momentan auch Geld, um sich noch immer gegen die Behörde zu wehren, weil die wollten dort einmarschieren und einfach alles mitnehmen und einmal schauen, was dort drauf ist. Ja. Also das ist dieses Gericht, und das Problem an dem Gericht ist eben, dass auch sämtliche Kommunikation darüber, was quasi von dem Gericht angeordnet ist, geheim zu halten ist, und ich darf nicht einmal sagen, dass es so eine Anordnung gegeben hat, ja, weil schon damit verstoße ich gegen Gesetze. Es gibt dann noch etwas, das auch spannend ist, das sind National Security Letters, das berechtigt sozusagen das FBI, wohin zu marschieren und bestimmte Daten auch mitzunehmen, auch über dieses in Stillschweigen zu bewahren. Also auch da darf ich nicht reden darüber, dass es überhaupt so eine National Security Letter gab und die Regierung quasi kann dort einmarschieren und die Daten einfach mitnehmen. Es ist auch immer wieder so, man sieht es ja in den amerikanischen Serien, wenn es dann heißt, es geht um die nationale Sicherheit, gelten alle Bestimmungen nicht. Ja, wie gesagt, das ist die, also aus meiner Sicht die Paranoia. Da kommt es immer wieder drauf, dass das halt nicht so wichtig war eigentlich. Aber das ist die Paranoia, sage ich jetzt einmal, von den Amerikanern seit 11. September. Ja? Also Grundrechte vor dem 11. September waren in Amerika eigentlich relativ heilig. Ja? Also die Amerikaner waren da relativ brav, was diese Dinge betroffen hat. Ja? Also steht in der. Die eigenen Staatsbürger. Die anderen sind da nicht geschützt dadurch, durch die Gesetze. Ja, aber eigene Staatsbürger war dort eigentlich immer sehr hochgeschrieben. Das Problem ist, seit 11. September haben die wirklich einen Knacks gekriegt da drüben, ja, wo sie sagen, liebe Leute, ihr könnt euch aussuchen. Entweder das passiert morgen wieder, dass wir 11. September haben, oder wir müssen blätterweise jetzt alle eure Grundrechte aufheben. Ja. Und das Doofe ist, dass halt viele Amerikaner dann sagen, naja, das war schon sehr schrecklich und wir wollen das nicht mehr haben. Ja. Und wenn es sein muss, macht es halt. Ja. Also da ist offensichtlich der Sicherheitsgedanke auch im Volk, sage ich jetzt einmal, mittlerweile höher bewertet als das, dass ich halt irgendwie unter Beobachtung stehe. Ja. Also Sie das haben ist. Sie haben sich auch die Engländer an Bord geholt. Kommt eh gleich dann. Ja. Aber mit denen haben Sie früher schon zusammengearbeitet, kommt dann gleich. Das Erste, was wie gesagt rausgekommen ist von Snowden, war dieses Prism-Thema, aber ich fange trotzdem eigentlich lieber bei einem Foliensatz an, der mit diesem Prism mitgekommen ist.
das, was also rausgekommen ist, und das war einer der ersten Foliensätze, den der Edward Snowden quasi publiziert hat, dass die Amerikaner zwei Themen haben. Das eine Thema ist, es gibt offensichtlich die Möglichkeit, Daten von Benutzern direkt auf den Servern der Provider abzugreifen. Ja, das ist Prism. Prism ist sozusagen Gmail, Hotmail, wie sie denn alle heißen, Webservice-Dienst in Amerika, und die NSA hat offensichtlich die Möglichkeit, auf diese Datenbestände zuzugreifen. Da gibt es momentan eine relativ große Diskussion auch noch immer im Internet darüber, wie denn dieses Abgreifen der Daten aussieht. Weil laut den Snowden-Dokumenten könnte man meinen, es gibt sozusagen Hardware vor Ort, die im Rechenzentrum steht, wo automatisch sozusagen alles, was reinkommt, irgendwie wohin kopiert wird. Die Firmen versuchen sie alle miteinander momentan relativ lautstark zu wehren und zu sagen, sowas gibt es nicht. Ja? Wir gehorchen diesen vorher genannten Regeln, das heißt, wenn jemand mit einem Gerichtsbeschluss daherkommt, dann kann man nichts tun dagegen, das ist die Behörde, und wenn die Behörde sagt, wir müssen die Daten hergeben, dann geben wir die her. Wir schauen uns das an, ob das gerechtigt ist, unsere Juristen prüfen das, aber wenn das passt, dann müssen wir es hergeben. Ja? Die Spekulationen im Internet gehen aber so weit, dass man sagt, naja, es könnte schon sein, dass sozusagen sogar Hardware in den Rechenzentren dieser Betreiber steht und dass das quasi automatisch von den Geheimdiensten dort abgezapft werden kann. Wie gesagt, im Prism-Bereich ist das in Diskussion. Wo es aber die Hardware ganz sicher gibt, und das ist mittlerweile auch bestätigt, sage ich jetzt einmal, weil es auch die Telekommunikationsprovider zugegeben haben, das ist der obere Bereich, Upstream. Und zwar, was dort passiert ist, dass in Wirklichkeit die Daten, die an Kommunikationsknotenpunkten daherkommen, direkt eins zu eins sozusagen wegkopiert werden vom Kabel. Und zwar direkt vom Kabel. Ja. Das heißt, ich habe Beispiel, ein Unterseekabel, das von England nach Amerika geht und am Ende des Kabels wird sozusagen alles abgezweigt, was auf dem Kabel daherkommt. Das scheint relativ gesichert zu sein, weil die Telekom-Provider auch schon gesagt haben, dass es sowas gibt. Ja. Die unteren wehren sie alle noch. Also die Google, Microsoft, alle anderen behaupten, es gibt so etwas wie Hardware in den Rechenzentren. Der kann es einfach, der braucht nur behaupten, ja. Weil das sind ja alles oft Fake-Accounts. Sie wissen nicht, wer die Person ist. Er sagt, das ist ein Ausländer, gibt das her. Ja, klar. Aber dann noch heraus, dass es Amerikaner ist. Das kann passieren. Aber dazu gibt es auch einen Mechanismus. Also die Behörden, wenn die an Inländer fangen, müssen sie diesem Gericht berichten und sagen, ich habe das jetzt überwacht, wir haben geglaubt, das ist ein Ausländer, es hat sich in den Ermittlungen herausgestellt, das ist ein amerikanischer Staatsbürger und ab diesem Zeitpunkt sind diese Daten aus den Ermittlungen auszuscheiden. Ja, das ist ein böser Inländer dann wieder. Ja, das kann natürlich passieren, aber dann muss wieder das Gericht darüber entscheiden, wie es weitergeht. Ja, also auch dort gibt es das Gericht. Warte mal, sorry, falsche Richtung. Wie kann es jetzt passieren, dass die Amerikaner auf ihren Kabeln Daten abfangen? Wie kann es jetzt sein, dass die Amerikaner auf ihren Datenleitungen was abfangen, was nicht Amerikaner betrifft? Relativ easy, wenn das Service in Amerika ist und ich bin in Europa, ist eh klar, ne? Weil dann müssen die Daten nach Amerika. Aber die Amerikaner kontrollieren sozusagen auch die Kommunikation zu anderen Kontinenten, weil halt sozusagen zwischen den Kontinenten unterschiedlich dicke Leitungen verlaufen. Ja? Das heißt, ich habe hier, angenommen, ein Europäer kommuniziert mit Asien, dann gibt es zwischen Europa und Asien, was sind das, 1,3 irgendwas Gigabit Leitung nach Amerika gingen, aber ich glaube, es sind 2 oder 3 Gigabit, die da stehen. Das heißt, es kann sein, dass die bessere und schnellere Verbindung über Amerika geht. Das heißt, ein Europäer kommuniziert mit einem Asiaten und es wird über Amerika geroutet. Ja, in dem Fall kennen natürlich die Amerikaner auch Kommunikation abgreifen, die ausschließlich Ausländer betrifft, wenn nicht gerade der Amerikaner in Europa ist, und diese gesamten Datenkommunikation sozusagen abfangen. Und das nutzen die natürlich auch aus. Das Zweite, und das kommt dann auch gleich, ist, dass sozusagen, ja, das ist nur einmal, ich habe es in den Folien drinnen, es ist da sehr schlecht sichtbar,
Das ist eine Darstellung sozusagen der internationalen Datenleitungen. Ich stelle die Präsentation nachher dann auch zur Verfügung und das ist sozusagen auch in der Präsentation dann drinnen. Warum macht das alles einen Sinn? Naja, es ist eine riesige Datenmenge, die sozusagen über diese Leitungen drüber geht. Ich bin nicht nur von dem Provider abhängig. Ich kann dort Daten abgreifen, die beliebig sind. Ja, also, sage jetzt einmal, Banküberweisungen, die E-Banking, die Durchführer oder sonstige Dinge, es rennt ja alles über diese Leitungen. Ja, also nicht nur diese zentralen Services. Ja. Und ich habe natürlich sozusagen damit einen für einen größeren Zugriff auf diese Daten. Spannend ist jetzt auch, bei diesem Spiel spielen nicht nur die Amerikaner mit. Es gibt etwas, das nennt sich Five Eyes. Ihr seht das immer wieder auf den Folien auch drauf. Diese Folien sind sozusagen top secret für US and FVEY. FVEY steht für die Abkürzung für Five Eyes. Five Eyes sind die Geheimdienste von England, Neuseeland, Kanada, Australien und USA. Das erste Abkommen, das geschlossen wurde, war das UK-US Agreement. Und die Engländer haben dann sozusagen die Commonwealth-Staaten mit dazugenommen und daraus sind diese fünf entstanden. Weil Australien, Neuseeland, Kanada gehören natürlich zum Commonwealth. Und aus meiner Sicht ist der englische Geheimdienst, das Global Government Communications Headquarter heißen die, ist das Pendant zur NSA in England und die sind um keinen Strich besser als die Amerikaner. Ja. Angeblich, laut Presseberichten und Snowden ist es so, dass das GCHQ, also der englische Geheimdienst, alle Daten, die über englisches Staatsgebiet geführt werden, für 3 Tage zwischenspeichert. Ja? Also alles, was an Datenverkehr irgendwie über die Insel drüber geht, speichern die für 3 Tage. Warum tun sie das? Naja, diese riesigen Datenmengen auszuwerten, ist schwierig. Weil wenn ich jetzt sozusagen genau zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sozusagen eine Aufgabe kriege als Analyst, aus diesem riesigen Datenhaufen das Richtige auszufinden muss, ist das eine Unmöglichkeit. Ja? Das ist die Nadel im Heuhaufen, dass ich gerade zufälligerweise diese Kommunikation erwische. Das passiert natürlich, weil sie teilweise bei diesem Profiling automatisiert arbeiten und nach Stichwörtern und bestimmten Begriffen bzw. auch Kommunikationspartnern suchen, das kann ich automatisiert tun. Ja. Also ich sage jetzt einmal, die Amerikaner nehmen ja mal an, dass alle Terroristen aus dem arabischen Bereich kommen. Das heißt, wenn eine Kommunikation aus dem arabischen Bereich kommt, bestimmte Schlagwörter beinhaltet, dann könnte ich davon ausgehen, dass der gefährlich ist. Dann schaue ich mir den genauer an. Das ist herausprofilieren kann ich natürlich mit Computerprogrammen machen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt irgendwas entdecke, ich würde dann vielleicht tiefer hineingraben und schauen, was da jetzt davor passiert ist, weil vielleicht habe ich das jetzt erwischt und davor ist was passiert, was ich noch gar nicht am Radar hatte und dafür speichern die Engländer das ganze Ding 3 Tage zwischen. Also ich weiß nicht, wie viele Festplatten die im Keller haben, aber es müssen viel sein. Ja. Und die anderen, wie gesagt, spielen da auch mit. Neuseeland, Kanada, Australien, USA. Wenn sich das jetzt auf der Weltlandkarte vorstellt und diese Datenströme vorstellt, und die spielen alle zusammen, dann erwischen die einen relativ großen Anteil von Daten, die auf der Welt im Internet übertragen werden. PRISM, habe ich vorher gesagt, ist also diese Thematik, wo die amerikanischen Behörden mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten. Es gibt ein PRISM-Programm. Man muss dazu sagen, das Budget für dieses PRISM-Programm ist relativ gering. 20 Millionen pro Jahr ist im Verhältnis zu dem anderen, was wir gerade gehört haben, wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner Betrag. Das, was natürlich für mich als Microsoft-Mitarbeiter total cool ist, ist, dass meine liebe Firma als erste da unten draufsteht. Das heißt, man hat offensichtlich irgendwann einmal schon im Jahr 2007 mit der Microsoft zusammengearbeitet, was die Übergabe von Daten betrifft. Das, wenn man sich da rein auch anschaut, dann liest sich es aber wie das Who is Who quasi der Social Media und Internetdienste. Es sind mittlerweile so gut wie alle Großen da drauf. Die Frage ist zweimal drauf. Naja, wir sind eigentlich sogar mehrmals drauf, weil das Skype ist ja natürlich dazu gekauft worden. Ne? Und das kam dann dazu. Es wird ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, wie Microsoft Skype übernommen hat. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht angeschaut. Ja.
Aber wie gesagt, dieses Programm gibt es schon sehr lang und da geht es darum, Daten vom Provider direkt abzugreifen. Das heißt, warum ist man natürlich an Skype interessiert? Internettelefonie, normale Telefone kann ich auch hören. Skype ist ein Peer-to-Peer-Dienst, ist sehr schwierig abzuhören. Und wenn ich nicht irgendwie schaffe, sozusagen mit dem Provider zusammenzuarbeiten, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mit einem richterlichen Befehl an die Daten ranzukommen, weil die Technologie es nicht erlaubt. Ja. Also das sind Dinge, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass man auch von den Diensten her gesagt hat, bei Regierungsbehörden, wenn es quasi rechtlich in Ordnung ist, arbeite ich mit denen zusammen, um ihnen überhaupt einen Zugriff, wenn es rechtlich in Ordnung ist, zu gewährleisten. Ja. Die Frage ist nur, wie gesagt, das ist natürlich für mich als Microsoft-Mitarbeiter eher uncool, wenn man dort als Erster vorkommt. Ja, was wird denn so alles abgegriffen? Naja, woran sind die Jungs interessiert an Kommunikation? Vor allem, um Profile abzugreifen, haben wir erstes, das, was wir immer wieder hören, ist, es sind ja nur Metadaten, die abgegriffen werden. Ja, also Daten über die Kommunikation sind Metadaten. Das heißt, dass ich gestern in Roland angerufen habe, ist ein Metadatum. Wie lange ich telefoniert habe, ist ein Metadatum, nicht aber der Inhalt. Ja, also wenn ich Metadaten habe, dann weiß ich, wer mit wem redet, wie lang, wie oft, aber nicht was. Ja. Und das reicht in vielen Fällen. Ja. Weil stellt sich einmal vor, es gibt wirklich einen Verdächtigen, und ich weiß bei dem Verdächtigen, mit wem der aller redet. Ne? Gibt der Behörde einmal einen relativ einen guten Ansatz herauszufinden, mit wem der denn vielleicht aller zusammenarbeitet und welche Bösen es noch gibt. Also der Gedanke ist ja nicht blöd davon. Ich unterstelle Ihnen ja, dass Sie die Wirtschaftsspionage betreiben, nicht nur nach Verbrechern suchen. Und da sind, welcher Firmenchef mit wem telefoniert, natürlich. Sehr, sehr hilfreich. Ist ja auch bei Ausländern gar nicht verboten. Eben. Ja, Amerikaner, blöd, ja, aber... Wenn dann die Airbus-Manager mit irgendwem telefonieren, sicher. Mit einer Regierung, sicher. Dann ist das für die Amerikaner, sicher. Für Boeing sehr interessant. Na klar. Gut, also es geht denen auch darum, quasi erstens einmal die Metadaten zu kriegen, aber wenn ich dort schaue, dass ich Fotos gern haben wollen würde, Stored Data gern haben wollen würde, geht es da nicht um Metadaten. Da geht es um die Inhaltsdaten, da geht es darum, dass die Behörden in Wirklichkeit wissen wollen, was jemand über, weiß ich nicht, Yahoo hat ein Instant-Messaging-System, was man über Yahoo spricht. Warum wollten sie das und warum war das nach 9/11 ganz, ganz wichtig? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Terroristen, die 9/11 gemacht haben, haben sie über Hotmail koordiniert, die haben Hotmails geschickt und sie haben Instant-Messages verwendet. Deswegen wollten die Behörden an diese Daten ran. Ja, ich kann es nachvollziehen, ich verstehe, warum sie es wollten, weil, sage jetzt mal, Telefone konnte man abhören, da konnte man nicht dazu. Ja, also aus dem heraus ist das sicher der Hintergrund, warum diese Dinge da draufstehen. Ja. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, das ist ein bisschen die Zusammenfassung der Dinge. War eben die Daten direkt vom Provider abzugreifen, auf die Inhaltsdaten zugreifen zu können und wie gesagt, die Provider behaupten, dass das alles nur auf Basis von rechtlichen angeordneten Gerichtsbeschlüssen sind. Das ist eine Folie, die relativ frisch ist, die nicht von Snowden kommt, sondern von Microsoft kommt. Und zwar, wie viele Abfragen von Informationen von Microsoft gab es denn Jänner bis Juni 2013. Und zwar sieht man da, insgesamt gab es 18.000 plus 7.000, also sagen wir 25.000 roughly, Abfragen. Und zwar, man sieht die Account- und User-spezifischen Abfragen und dann auch, wie oft Daten rausgegeben wurden. Ja. Wenn man es sich anschaut, dann gibt es Rejected, ist das Orange. Also in 8,4% der Anfragen von den Behörden hat Microsoft gesagt, das ist nicht zulässig. Die Begründung ist nicht ausreichend, das ist juristisch nicht in Ordnung. Wir lehnen es einmal ab, das Zeug rauszugeben. Was ist das Dunkelblaue? Das Dunkelblaue sind im Grunde genommen, ich sage jetzt einmal, Metadaten. Da geht es darum, wer ist mein Kunde überhaupt nur
und mit was sind da für Transaktionen angefallen. Also da sind nur Metadaten abgefragt worden. Aber da 10% der Fälle wurden auch Inhaltsdaten zur Verfügung gestellt. Das heißt, in dem Fall wurden E-Mail, Chats, was auch immer quasi da angefragt wurde, auch wirklich der Behörde übermittelt. Ja. Jetzt muss ich aber eine Frage stellen, heißt es aber eigentlich, dass Diskussion, also Sachen, die über Skype alles passieren, ja. Wird das aufzeichnet überhaupt? Wir wissen es nicht. Ja. Ja. Nein, ich meine, wir also, können es ja nur nachher dann abfragen, wenn naja, die Frage ist, wie rennt es? Ja, also es ist ja viel zu wenig bekannt darüber, wie die Technologie ist, die da verwendet wird. Und es ist ja auch nicht so, dass das bekannt gegeben wird. Aber ich sage jetzt mal, wie rennt es bei einem Telefon? Ja, ein Telefon wird ja normalerweise auch nicht aufgezeichnet. Wenn ich aber eine Verfügung bekomme, quasi die Daten zur Verfügung stellen zu müssen, dann kann es ja durchaus sein, dass man dann über einen bestimmten Zeitbereich das aufzeichnet. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß genauso viel wie ihr drüber, wie Microsoft das tut, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das so läuft. Ja. Das was man sagen kann, ist, dass sehr wohl diese Kommunikation immer auch analysiert wird, weil es hat den Fall gegeben, dass wenn man eine URL in eine Skype-Chat-Nachricht hineinschreibt, kommt ein paar Stunden später der Microsoft, der Bing, vorbei und versucht die zu indizieren, diese URL. Das haben sie also, glaube ich, beim Heise, beim CD haben sie es ausprobiert, haben also eine URL, die sonst niemand kennen kann, hineingeschrieben und tatsächlich ist der Bing dort vorbeigekommen. Das kann eigentlich jeder ausprobiert, der einen Webserver hat, man braucht einen Zugriff auf den Logcode. Es gab ja auch mal die Gerüchte, dass die ersten 30 Sekunden aller Telefongespräche aufgezeichnet werden. Also ich würde euch verweisen, blöderweise ist der glaube ich gerade jetzt. Ja. Also ich würde euch verweisen, mit den Kollegen, die in einem anderen Vortrag sitzen, zu plaudern, weil der Herr Paulis erzählt gerade genau das, wie läuft denn die Überwachung technisch in Österreich wirklich und wie sind diese Gesetze in Österreich beschaffen, was kann ich da tun und wie funktioniert das dort. Mobiltelefonie ist vielleicht ja auch noch sowas. Wir hatten vor 2-3 Tagen auf Facebook eine kurze Diskussion, wo jemand gemeint hat, naja, ein Microsoft-Mitarbeiter, der ehemalige Chief Security Officer von Microsoft, trägt kein Handy mehr bei sich, weil er nicht überwacht werden möchte. Und irgendjemand drunter hat dann geschrieben, ich warte nur drauf, bis wir einen Chip implantieren. Habe ich dann geantwortet, ist nicht mehr notwendig. Du zahlst sogar dafür, dass du quasi den Chip bei dir trägst. Ne? Genau. Weil über die Informationen, wo ich mich befinde, weiß mein Telekom-Provider zu jeder Zeit Bescheid, außer ich vergieße mein Handy einmal zu Hause liegen. Im Normalfall habe ich es da im Hosensack. Das ist bekannt, wo ich mich aufhalte, es ist bekannt, was ich tue den ganzen Tag lang. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man sieht da die Angela Merkel, wie sie ein bisschen betroppert dreischaut. Ne? Aber das heute für ein wirkliches, wirkliches, wirkliches großes Problem tut, weil nicht nur, dass jetzt die gesamte Kommunikation im Internet ja überwacht wird, wie wir gerade vorher gehört haben, sondern dass natürlich auch die Geheimdienste in der Lage sind, auch öffentlich bestätigt worden mittlerweile auf die großen Smartphone-Hersteller, Windows Phone war noch nicht drauf, aber ich meine, wahrscheinlich nur eine kurze Frage der Zeit, ja. Alle anderen sind da dabei. Das Spannende ist, die NSA hat teilweise sogar Code geschrieben für die unterschiedlichen Hersteller, die da mit implementiert wurden. Wir haben gehört, auch in den Veröffentlichungen, die Verschlüsselungstechnologie ist sinnlos geworden, ja, weil die gebrochen worden ist. Klar, ja. Das Thema ist, die NSA hat vielen Firmen geholfen dabei, sichere Technologie zu entwickeln. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war diese Hilfe nicht ganz selbstlos. Weil man hat den Herstellern schon geholfen, sozusagen, aber teilweise auch Unsicherheiten in die Technologie mit eingepflanzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die Firma RSA, einer der führenden Sicherheitshersteller, die ja solche Security-Dongles bauen, wo ich so einmal Passwörter kriege, die haben gerade ein Produkt vom Markt genommen, weil ihnen die RSA dabei geholfen hat, dieses Produkt zu implementieren. Das Produkt grundsätzlich ist sicher. Was war der Hintergrund dort? Diese Zufallszahlengeneratoren sind sozusagen gingen weg von einem Seed, einer anderen Zufallszahl, von der sie wegarbeiten. Wenn ich diese Zufallszahl kenne, von der ich wegarbeite,
dann bin ich relativ gut im Erraten der Zufallszahlen. Das heißt, was ist passiert? Die NSA hat der RSA diesen Teil Code überlassen, wo dieses Startpunkt für die Zufallszahlen drinnen waren. Und daraufhin konnten die relativ gut die errechneten Zufallszahlen erwürfeln. Ich denke aber umgekehrt, das ist genauso wenig selbstlos, weil wenn eine Firma die Chance hat, das große Amerika zu vermarkten, ist das einfach ein Zusammenspiel zwischen NSA natürlich, und RSA. Natürlich ist es ein Zusammenspiel, aber es ist natürlich auch das, dass die NSA gesagt hat, Jungs, wir wollen ja haben, dass Amerika sicher ist, deswegen helfen wir euch. Ja. Das war der Hintergrund dessen. Ne? Weil jetzt hast du den großen Geheimdienst, der quasi relativ viel Wissen hat in dem Bereich, und die haben natürlich dann gerne darauf zurückgegriffen. Ja? Und wir wissen mittlerweile, in Android sind bestimmte Teile drinnen, die von der NSA gekommen sind. Braucht es das nur nachlesen. Ja? Also die haben einfach Code zur Verfügung gestellt. Jetzt kann ich sagen, naja, ich kann ja das nachschauen. Android ist ein offenes Betriebssystem. Ja, aber ich weiß halt nicht alles, was da drinnen jetzt hineingekommen ist. Und wenn es nur eine Zufall... Ja, also es ist nicht immer leicht zu interpretieren, auch wenn ich den Source Code kenne. Ja, es ist besser, den Source Code zu kennen, da bin ich bei euch, ja, aber es ist nicht unbedingt die Lösung. Ja, weil ich bin mir sicher, wenn ich mir diesen RSA-Key anschauen würde und auch den Source Code von all dem Zeug hätte, wäre ich nicht drauf gekommen, wie das Zeug dort reingekommen ist. Ne? Gut, gehen wir auf die Mobiltelefonie zurück, weil wir haben eh nicht mehr viel Zeit, 5 Minuten noch. Gibt es ein paar Folien, die von Snowden gekommen sind? Es sind 3 Folien. Man sieht da oben auch wieder das, was ich vorher gesagt habe, Five Eyes. Also das ist eine Folie, die nur die Five Eyes sehen sollten. Und was ihr da unten seht, ist 1984. 1984 seht ihr so einen Läufer, der sozusagen ins Publikum vorläuft und dann mit seinem großen Hammer hineinschlägt. Das ist genau diese Szene. Das war die Apple-Werbung, oder? Nein, das kommt aus dem Film von 84, glaube ich. Auf jeden Fall meinen sozusagen, wer wusste 1984 schon, das sind jetzt wieder die Originalfolien. iPhone Location Services, that this world would be Big Brother, dass die Welt sozusagen der große Bruder aus 84 war und dass die Zombies zahlende Kunden sind. Das, was ich vorher gesagt habe. Am besten, wir hatten auch jetzt Handy, die sind nichts. Wurscht. No. Auch das ist wurscht. Weil zumindest, naja, er weiß zwar, wo ich meinkomme, aber bist, nicht den genauen Punkt. Aber du weißt da alles. Ja. Du weißt da alles. Aber dein Login. Du kannst den Standort dort dann machen, ja, auf wenige Meter genau. Aber da schicke ich ja sogar mit, da wird GPS eingebaut. Ich tue alles da. Ja. Und die Leute tragen es mit sich rum. Das ist doch ungenau als alte Handy. Ja. Jetzt so überlegt euch, diese Folien... Das sind die Originalfolien. Ja. Das sind Folien, wo sie Analysten erzählt haben. Die depperten Kunden. Genau. In einem Krimi auf der Flucht hat er das Handy auf einen Schweinetransporter gehabt. Den sind sie dann nachgefallen. Ja. Das ist ungefähr. Was habe ich jetzt am Smartphone drauf? Mein ganzes Leben. Meine Kontaktdaten, wo ich bin, mit wem ich telefoniere, mit wem ich E-Mails schicke, meine E-Mails, alles. Also es gibt wenig, wenn du mein Smartphone kennst, gibt es wenig, was du von mir nicht weißt. Fotos, Zugriffe auf Kamera, gibt ja die Möglichkeit, das Zeug freizuschalten von der Entfernung. Jemanden abhören. Das jemand abhören hat schon ISDN können. Ja, ja, klar. Dann gibt es das Thema, hat man sich einhängen können, weil was ich vorher gesagt habe, man, das, was wir bis jetzt gehört haben, wir haben jetzt gerade die riesige Müllhalde, die allwissende Müllhalde gebaut. Ne? Wir haben einen riesigen Haufen Daten. Es gibt aber auch Software, die sozusagen es schafft, für den Analysten, der arme, der da unten sitzt, quasi, der ja jetzt auswerten muss, diesen Datenbestand ein bisschen griffiger zu machen. Und da hat man offensichtlich sehr, sehr nette Werkzeuge erfunden, wie man sozusagen diese Abfragen auf diese Datenbestände machen kann, damit ich sozusagen nicht die allwissende Müllhalde selbst durchsuchen muss, sondern es gibt diese Software, die sie nennt X-Key Score und die Session-Daten sozusagen liefert und der Analyst kann dann über ein großes Data Warehouse sozusagen bestimmte Kriterien festlegen und kriegt dann genau die Daten aus dem riesigen Müll heraus, die für ihn gerade spannend sind. Das heißt, es gibt da sehr schöne User-Interfaces dafür, wo der Analyst davor sitzt und sagt, so,
ich möchte jetzt finden, weiß ich nicht, österreichische Daten, welche die mit vielleicht diesen Parteien in Verbindung stehen, was auch immer. Und er kriegt dann eben über diese Query diese Informationen sehr schön sauber in mundfreundlichen Häppchen zur Verfügung gestellt. Diese X-Gear-Score-Software ist eine, die von amerikanischen Geheimdienst entwickelt wurden, aber die freundlicherweise auch befreundeten Staaten zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland gab es vor der Wahl eine große Diskussion zum Thema X-Gear-Score, weil auch der deutsche Bundesnachrichtendienst genau diese Software einsetzt. Da hat man dann gesagt, naja, das ist ja nur so ein bisschen ein Testbetrieb gewesen und wir haben uns das nur so ein bisschen angeschaut, aber so richtig haben wir es eh nicht verwendet. Ja. Aber ich meine, das Zeug steht denen zur Verfügung. Und ja. Wo ist in der Software dann das Backdoor für die NSA drin? Gute Frage und nun auch nicht. Ja. Außerdem ist es ja natürlich auch so, dass die Five Eyes zwar die großen Geheimdienste sind, die da zusammenarbeiten, aber alle anderen Geheimdienste von befreundeten Staaten natürlich dort mitarbeiten. Wir haben ja auch gesehen zum Beispiel, es gab ja im Kalten Krieg riesige Überwachungsstationen, sowohl in Westdeutschland als auch in Österreich. Wir haben ja da Richtung Bratislava runter, gibt es so einen Berg, da steht eine Warte oben und dort stehen heute noch immer die Antennen, die sozusagen Richtung Osten schauen. Das Zeug ist von den Amerikanern gezahlt worden, das haben nicht die Österreicher dort aufgestellt. Und der österreichische Geheimdienst hat ja auch ein Abkommen mit den amerikanischen Geheimdiensten. Unser Verteidigungsminister wollte nur nichts dazu sagen, wie intensiv dieses Abkommen ist. Es gab dazu ein paar Parlamentsanfragen, die allesamt nicht beantwortet wurden. Ja, also wir wissen nicht, was der österreichische Geheimdienst mit der NSA tut. Da gibt es ja zwei, das Heeresnachrichtenamt und das Heeresabwehramt. Und was die mit der NSA tun, hat man uns Bürgern leider noch nicht verraten. Ich glaube, selbst der Peter Pilz weiß es, aber er darf nichts sagen. Naja, der sitzt ja im, im Ausschuss. Möchte, aber er darf es nicht sagen. Das ist so ähnlich wie bei diesen Geheimgerichten. Ne? Also das betrifft die nationale Sicherheit und damit darfst du es nicht sagen. Er redet zwar immer zwischen den Zeilen, aber... Ja, also das sind die... Wo wird X-Key-Score eingesetzt? Über 150 Standorte sind sie ganz, ganz stolz drauf und 700 Server. Wenn man sich das anschaut, die rote Konzentration in Europa ist relativ hoch. Für mich stellte sich zum Beispiel die Frage, wird jetzt in Deutschland wahrscheinlich sowieso, aber wird in Österreich automatisch auch von den Providern, von den Telekom-Providern alles weitergegeben? Naja, nein. Die Verbindungsdaten zumindest. Also das Thema ist, in Österreich gibt es ja seit 1. April vorigen Jahres die Vorratsdatenspeicherung. Und die Vorratsdatenspeicherung ist in Österreich so, dass sie dezentral erfolgt. Das heißt, der Provider muss die Daten speichern, nicht jeder, nur die speicherpflichtig sind, das sind die größeren. Unter einem gewissen Umsatzlimit muss das nicht speichern. Und wahrscheinlich eine Schnittstelle zur Verfügung. Und es gibt eine Durchlaufstelle, über die Anfragen an die Provider gestellt werden. Und diese Durchlaufstelle ist sozusagen dafür zuständig zu schauen, ob denn eh nur legale Anfragen gestellt werden. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass es also in Österreich das Gesetz ist, wie hat es da, wie heißt der mitgearbeitet hat beim Gesetz. Also man hat das Ludwig-Boltzmann-Institut beauftragt, das Gesetz möglichst, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, grundrechtsschonend zu implementieren. Also ich fahre auf der Autobahn immer straßenverkehrsordnungsschonend. Ja? Also wenn mir ein Polizist aufhört, sage ich immer, Herrn, ich bin eh straßenverkehrsordnungsschonend gefahren, bin eh 160 gefahren statt 130. Ne? Hat mir leider noch nicht geholfen. Aber also das Gesetz verstößt gegen das Grundrecht, das ist sich auch das Ludwig-Boltzmann-Institut sicher, nur man hat es versucht, halt möglichst gering zu halten, die Verletzungen. Sie haben die Vorgaben von der EU, aus der Richtlinie haben sie ja. möglichst gering. Aber ein Beispiel, man braucht zum Beispiel eine richterliche Anordnung, um auf diese Daten zugreifen zu müssen, außer wenn Gefahr im Verzug ist. Also die Polizei darf auf Daten zugreifen, wenn sie Angst hat, dass mir was passiert. Naja, also das ist noch zu, also schwierig, ne? Weil der Polizist sagt einfach, also ich habe jetzt wirklich eine Angst, dass der da erschossen wird. Ne? Vielleicht den Albert Steinhauser dann fragen. Ja, aber so ist es. Ja. Also das ist ein schwieriges Thema.
Letzter Punkt, den ich noch mitgebracht habe, wenn mir das persönlich auch am Herzen liegt. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass es etwas gibt, das sich SWIFT nennt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Wenn man internationale Überweisungen macht, dann gibt es die Société for Worldwide Internet Interbank Financial Telecommunication. Dieses Netzwerk ist gegründet worden, damit man es Banken vereinfacht, Geld hin und her zu schaufeln. Weil früher war das extrem schwierig. Ja. Jetzt gibt es ein Netzwerk, wo alle Banken zusammenhängen und es gibt da drinnen auch etwas, das nennt sich SWIFT-IDs. Diese SWIFT-IDs sind im Grunde genommen Adressen von Banken. Und wenn ich eine Überweisung mache, muss ich so eine SWIFT-ID angeben und die Kontonummer. SWIFT wurde früher ausschließlich für Auslandszahlungsverkehr verwendet. Das heißt, wenn ich von einer österreichischen Bank auf eine amerikanische Bank was überwiesen habe, ist die Bank über SWIFT gegangen. In Österreich ist eine Bank zur anderen Bank über ein inländisches Zahlungsverkehrssystem gegangen. Das heißt, das war nicht SWIFT. Die Banken haben untereinander miteinander geredet. Ihr wisst sicher, dass wir gerade etwas eingeführt haben und ihr seid gerade dabei, das alles umstellen zu müssen. Bankleitzahl und Kontonummer wird gerade transferiert zu BIC und IBAN. Was ist BIC? BIC ist die SWIFT-ID. Sie heißt nur nicht so. Also das, was wir als BIC eintragen, ist die SWIFT-ID. Das ist die weltweit einzige gültige Adresse für dein Konto. Korrekt. Kannst du auf der ganzen Welt auch genau. Das heißt, wir haben jetzt standardisiert, weltweit vereinheitlicht, eine Adressierung für Kontos, um es einmal so zu sagen. Und der Zahlungsverkehr läuft worüber? SWIFT. Geht das wirklich über die Zentrale, wenn ich von einer Bank im Ort zu der nächsten transferiere? Von der einen Bank im Ort zur nächsten Bank im Ort, wenn es die gleiche Bank ist, nicht, sonst ja. Ja, schauen das Institut. Wird es wahrscheinlich über SWIFT gehen. Wahrscheinlich über SWIFT. Also innerhalb der Bank. Ja. Die SWIFT sitzt in La Hülpe in Belgien. Jetzt kann man sagen, klasse, das sind ja Europäer. Aber es gibt ein Abkommen zwischen Amerika und Europa, das den Amerikanern seit 11. September erlaubt, auf die Daten von SWIFT zuzugreifen. Das Blöde ist, sie brauchen es nicht einmal einschränken, sondern du kannst auf die SWIFT-Daten nur im Bausch und Bogen zugreifen. Und es werden ca. 25% aller weltweit über SWIFT-Netz laufenden Bankdaten von den US-Behörden abgegriffen. Das ist ja über Wirtschaftsspionage wieder Tür und Tor geöffnet, weil da sich eben wer was einkauft. Ja. Ja. Es geht gar nicht um die Geheimdienste, es geht um die Wirtschaft. Ja, die Geheimdienste müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Das ist kann schon sein, ja, also durchaus möglich. Ja. Aber da geht es darum, dass ich jetzt neben den Daten, die ich jetzt am Handy habe, mein Konto aufgemacht habe. Ne. Und wenn du weißt, was ich alles über mein Konto abwickle. Na, Orion Versand ist ein Problem, oder? Das ist das geringste Problem. Aber du weißt alles. Und die Frau schon angefragt. Und jetzt gerade ist im Europäischen Parlament in Diskussion, ob man nicht das Abkommen vielleicht kündigen sollte. Ja? Das war gut. Und ich meine, ihr habt es ja auch mitgekriegt, wir haben jetzt über private Themen gesprochen und was das privat quasi heißt, aber ihr habt es den Medien sicher übernommen, die Behörden sind ja auch abgehört worden, Europaparlament, die Botschaft der EU in New York ist abgehört worden. Also das Conferencing-System haben sie Conferencing-System ja, hat man sich, genau. Man hat die UNO gehackt, man hat also gewusst, was die UNO intern plaudert und tut. Ja. Also es betrifft nicht nur sozusagen Terrorismus, sondern es betrifft natürlich in weiten Bereichen auch die Wirtschaft, aber auch die Politik natürlich. Weil wenn ich weiß, was die Europäer vorhaben im Parlament, dann kann ich besser darauf eingehen. Was mich bei dem ganzen Spiel freut, ist, dass die Lateinamerikaner der USA der Schule langsam die Karten zeigen. Also die Lateinamerikaner lassen sich das nicht mehr gefallen. Also ganz ehrlich, was kann man dagegen tun? Ja? Ich habe das Letzte jetzt noch und dann ein paar Abschlussgedanken, dann sind wir fertig, weil wir haben im Viertel fängt der nächste Vortrag schon wieder an, glaube ich. Briefpost wird gescannt in Amerika komplett. Also wer mit wem eine Post austauscht. Ja? Die Metadaten. Nur Metadaten, ja. Nicht die Briefe aufgerissen. Ja. Aber auch dort sagt sehr viel aus. Ja. Das wäre aber bei uns auch möglich, bei den elektronischen Sortieren. Na klar, warum machen sie denn das jetzt? Man, früher hätten sie es auch anschreiben können. Ja. Nur jetzt geht es halt viel schöner. Ja. Und das ist halt bei der Elektronik überhaupt das Thema. Es geht halt immer so viel schöner. Ja. Und deswegen tun sie es halt auch. Ja. Und die Deutschen machen das übrigens auch. Allerdings nur für Briefverkehr, der nach Amerika geht, angeblich. Ja. Damit bin ich am Ende.
Wie gesagt, sind viele Interpretationen drinnen, wir haben nur die Folien gelesen, ihr könnt es selber interpretieren, deswegen habe ich die Folien genommen, die sozusagen der Snowden publiziert hat. Alles, was man in der Zeitung liest, sind Meinungen der Journalisten, sage ich jetzt einmal, darüber, was das jetzt alles heißt. Immer wieder Einzelheiten halt aufgewärmt. Genau. Ja. Wie kann man sich selber schützen? Naja, wie kann man sich selber schützen? Das Beste ist, du drehst das Handy ab, hast keins mehr. Und du verwendest den Computer nicht mehr, dann bist du bestens geschützt. Ja. Das ist natürlich nicht möglich. Und die restlichen der Dinge hört ihr heute im Laufe des Tages, wir haben ja ein paar Sessions zu dem Thema, ja. Aber einfach überlegen, was man tut und was es heißt. Ja. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Für die Politik sage ich jetzt einmal, was könnte man dort tun? Also ich sage jetzt einmal als Europäer, einfach einmal aufwachen und sie einmal auf die Füße stellen, ja, weil das war der große Punkt. Ich meine, ich habe großes Verständnis dafür, dass die Amerikaner Sorge haben, dass der 11. September wieder passiert. Dass man mit den Geheimdiensten zusammenarbeitet, um böse Jungs zu finden, ist ja auch okay. Nur das, was da passiert, ist aus meiner Sicht einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil es gibt ja niemanden mehr, der quasi nicht in Betracht kommt, ein böser Terrorist zu sein. Man hat so die tollen Mechanismen geschaffen, wo man vielleicht sogar einverstanden ist, aber man hat total auf die Kontrolle vergessen. Mhm. Und jetzt waren ja dann zum Schluss waren ja die Berichte von den amerikanischen Stellen, wo sie gesagt haben, so und so oft haben halt amerikanische NSA-Mitarbeiter ihre Partner ausspioniert, irgendwelche was weiß ich was. Ja, also es wird halt missbraucht und es ist natürlich ganz klar, dass dann große Firmen wie Boeing oder sowas locker ausspioniert werden. Ne? Da gibt es einen berühmten Spruch, mir fällt das dann nicht genau ein, die Wörtlichkeit von einem amerikanischen Präsident, der insoweit mit Freiheit, Sicherheit, der verliert zum Schluss beides. Genau, also wer die Freiheit aufgibt, um ein bisschen Sicherheit zu gewinnen, verliert am Ende oder beides. Wird am Ende beides verlieren. Zwei Sachen. Erstens einmal, es ist ja eine historische Tatsache, mit der dass sich politische Konflikte meistens daran bezogen, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt, wer jetzt ein Terrorist und wer ein Freiheitskämpfer ist. Das sollte man sich vor Augen halten. Und das andere, selbst die Kommunikation abzudrehen, nutzt nichts, weil das macht dann ganz besonders verdächtig, weil dann fällt man genau unter diesem Filter. Das muss ja einen Grund haben, wenn sich jemand so abschaut. Auch hat man das hat ja zum Beispiel die Amerikaner. Ich glaube sogar, dass es da. Ich glaube, es hat ja sogar. Ich weiß nicht, wer von den Amerikanern es gesagt hat, aber er hat gesagt, also jeder, der verschlüsselt, macht sich dadurch verdächtig. Ne? Also ich weiß nicht, wer es war jetzt mehr, aber es ist in dieser Diskussion auch gefallen. Auch das ist es. Man könnte sie ja niederzwingen. Man könnte sie ja niederzwingen, aber da müssen Millionen Leute mittun, größere Brocken in Mist zu verschlüsseln, dann hätten sie viel zu tun. Die Zeiten, wo die Netzwerke leerlaufen, einfach irgendwas drüber reden lassen. Nein, ich würde mal sagen, ich würde gesetzlich... Aber ich sage, wir sind jetzt in einer guten Stimmung für die nächsten Vorträge. Also das, was ihr jetzt gerade diskutiert, wird hoffentlich in den nächsten Vorträgen weiter vertieft. Ja? Aber genau um diese Diskussion geht es.